Ihr habt ja heute einen Durst. Ist was? Was du heimlich im Lotto gefunden hast? Ah, ich weiß eh, aber. Die Buben haben was ohne mich zum Besprechen. Aber ich weiß eh, um was geht. Geht's um deinen Geburtstag nächstes Wochenende? Warum weißt du das eigentlich? Schon wieder ausgerechnet, die Buben? Nein, aber ich denke mal, als Wirtin sollte man das schon wissen. Außerdem, ich mag die Herbert. Ich wäre fast gestorben vor Angst um dich wegen so einem Scheiß. Ich bin Mr. Kohl und erschreckt meine Schwester. Peng, peng! Hey, Mensch, lass das! Das ist schon dabei. Platzpatron. Deko-Patron, die Waffe ist echt. Und eine scharfe Patrone davon. Ist mit den anderen vermischt. Was ist denn heute zum Abendbrot? Kalte Küche. Toll. Was toll? Du bist ja eh mit anderen Dingen beschäftigt. Da habe ich dann auch irgendwann keine Lust mehr, irgendwas Großartiges für dich zu machen. Na gut, dann eben kalte Küche. Ist auf der Tafel. Mein Abendmehl ist auch gern, geht auf mich. Hallo Conny, du kennst da halt eine Schicht übernehmen? Ja, dankeschön, bis dann. Ja! Nein, Schatzi, steck den Kopf nicht wieder in den Gasherd. Na, weil das letzte Mal, dass du das gemacht hast, hast du den halben Bezirk abgefackelt und du lebst immer noch. Ja! Du bist halt einfach zu blöd, um dich umzubringen, da kann man nichts dafür. Ja, du, ganz kurz noch, ja?